Herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 3, die YouTuber-WG. So, weiter geht's. Und ja, ich benutze jetzt gleich mal frecherweise den Anfang hier, um gleich mal ein paar allgemeine Dinge loszuwerden. So, hat ja jetzt die letzten 2, 3 Tage kein Sims gegeben. Ja, ich hatte Wochenende und ich war zu faul am Wochenende irgendwas aufzunehmen. Ich wollte mir einfach selber mal Wochenende gönnen. Und ja, mache ich eh selten. ja, aber jetzt geht's eh wieder weiter und ja, passt. Dann noch ein kleiner Punkt. Über die YouTuber-WG hier natürlich. Ja, Bewerbungen werden noch angenommen. Einfach unter dieses Video oder unter das YouTuber-WG-Video einfach drunter schreiben, wieso ihr gerne dabei sein möchtet, beziehungsweise wieso ihr gern euren virtuellen Avatar hier sehen möchtet und ja, wieso ihr meint, dass ihr hier dabei sein müsstet. So, habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Ist ja egal, wir spielen einfach mal weiter. So, der Schnieper, der muss gleich wieder arbeiten. So, hopp, hopp, hopp. Auch wenn du schlecht geschlafen hast, egal. Auf. Dem geht es ja eigentlich sonst ganz gut. Ein bisschen Spaß kann er gebrauchen, aber gut. Da sitzt er sich eh gleich von Fernseher und was guckt er denn? Die Gartenpflege. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Blumen richtig pflegen und sie einen richtig schönen Strauß binden. Und tada! Schon haben wir den perfekten Strauß oder eine Killerpflanze. Eine Kuh. Eine Pflanzenkuh, die Tortenstücke spuckt. What the fuck? Hier hat irgendjemand Drogen genommen, kommt mir vor. So, gut, Sniper, der eilt zur Arbeit. So, der Koki, der kokelt noch ein bisschen im Bett rum, ist okay. Der Chrome, der macht noch ein bisschen Let's Plays. Ja, das macht er jetzt gerade im Original auch. Anschließend Spülmaschine reparieren und Pfütze aufwischen, das passt. Und die gute Koi, die macht hier wieder Rabatz an der Leinwand. Was wird denn das? Die hat ja gar keinen Pinsel. Sie malt mit den Fingern, ja. Kleckst die Wand mit den Fingern voll. So, ich wollte irgendetwas tun. Was wollte ich denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Sieht aus wie ein Blutfleck. So zum letzten Bild zum Schwein oder was war da noch für Kommentare? Alien und ach, war keine Ahnung. Ja, das ist jetzt der Blutfleck dazu. Ach schön. So, einen Kurs belegen. Kurse kosten Geld. Charisma lernen, Krafttraining machen, Athletik lernen. Oh, der Chrom hat wieder viel Geld verdient. So, ach ja, der geht jetzt mal die Spülmaschine reparieren. Ja, dann wird der Koki mal, glaube ich, ins Fitnesscenter schauen. Während die Koi hier schön malen tut. Und er kann anschließend mal schnell was essen, würde ich sagen. Hier, Snack essen, Mikrowellenmahlzeit. So, dann, reparier. Geht schon, auf! Ja. So. Also, essen und dann ins... Okay, eine Dusche könnte noch... Was denn jetzt? Ach, du Scheiße. Du Heilige. Der Chrom himself hat soeben den Elektroschock seines Lebens bekommen. Seine Knie zittern immer noch. Was für ein unvergessliches Gefühl. Ja, komm, dann ruft den Handwerker an. Oh, was für ein geiles Bild.
Und die Friese erst. Wunderbar. Ja, ist doch gut. Ja, hier ist alles nass. Da ist natürlich klar, wenn er hier... Ah komm, rufst den Handwerker an. Jetzt mal was essen und dann... Da raucht er noch vor sich hin. Ach, schön. Piep, piep, piep. So, und anschließend, ja, Handwerker rufen. Kannst du mal kurz den Dreck wieder abwaschen. Und dann ein bisschen schlafen. Wie geht's denn der Koi? Oh, der geht's dreckig. Er hat Hunger und muss aufs Töpfchen und muss baden und oh. Der geht's ja richtig, ja, bescheiden. So, ja, geh mal was essen. Ich wäre ja zuerst aufs Töpfchen gegangen, aber ist ja egal. So, ja, aufräumen, schön. Alles beiseite schaffen, in den Mülleimer. Plopp. Nom, 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 nom. Alte Hotdogs. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Eat true, no. Nom, nom. Kalte Hotdogs aus dem Kühlschrank. Sind richtig lecker. Nom, nom. Der Handwerker wird in einer Stunde bei dir sein. Ja, passt. Wer klingelt? Handy rangehen. Ja, geh doch mal ans Handy. Ach, jetzt geht er eh. So, wer ist denn da? Hallo. Gitarre für Ägypten. In der Wüste kann ein hübsches Gitarrenriff schon mal Massen anziehen. Spiele deshalb in Ägypten für Trinkgeld Gitarre. Belohnungen keine. Nein, ohne Belohnung. Machen wir das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Nee. Wenn ich nicht irgendwas dafür bekomme, dann kannst du mich mal am... meinem Rock hintern lecken. So, was will er denn? Ein bisschen Musik. Ja, ja, mach mal hier ein bisschen. Ach, ist eh schon benutzerdefiniert. Passt. Und er will Computerspiele spielen. Ach ja, schön. So, kratz runter den Dreck. Ja, so sieht schon besser aus. So, ja, alles wieder sauber. Die Haare sind auch wieder geglättet. Wunderbar. Trollololo, trollololo, trollololo. Super, er spielt jetzt Computerspiele und ich will pennen. Ob das funktioniert, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber ja, sehen wir ja gleich. Schlafen. Der Chrom ist eine Schlafmütze. Nichts, aber gar nichts kann seinen Schlaf stören. Ja, schön. Kampfkunst erlernen! Das Militär verfügt zwar über hochmoderne Waffen, doch selbst die grundlegendste Selbstverteidigung lässt stark zu wünschen übrig. Dein Chef hat darum gebeten, dass du deine Kampfkunst erlernst, um weitere Gehaltserhöhungen zu bekommen. Erlerne die Kampfkunstfähigkeit und melde dich zur Arbeit zurück, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Wo kann ich denn das? Ach so, können wir eh gleich hier. Ja, mach mal natürlich. Natürlich. Dann gehen wir gleich mal darüber. Ah, nicht so nah. So, wo ist denn das jetzt? Kampfkunst? 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 Wo ist denn das? Jetzt ist es... Gelegenheiten. Ah, hier. Athletikfähigkeiten und Kampfkunst. So, Geschicklichkeit, Unterricht, Job aufgeben, arbeiten, Stützpunkt... Hä? Wo war denn das jetzt? Ja, hier. Ach, seh ich nur aus dieser... Ist das der Geschicklichkeitsunterricht? Nee. Hä? Kampfkunst erlernen. Ich check das irgendwie gerade nicht. Normalerweise. Nee. Ist wahrscheinlich
ja, muss fast das sein. Ja, komm, mach halt. Kostet zwar 400, aber ist ja egal. So. Der Handwerker ist da. Kann der sich einen Stromschlag einfangen hier? So, und Koi, die badet ein wenig. Und dann nochmal aufs Töpfchen, aber ja, aufs richtige Töpfchen. Ja, und sie benutzt ausnahmsweise mal das Richtige. Yes! Ja, zuerst schön sauber machen, genau. Ach, sie war schon. Ja, na, ist auch gut. Rufen wir mal wen an. Wo können wir denn anrufen? Komm, lad mal den Gregor nach Hause ein. Nach Hause einladen. So, jetzt. Die Nummer, ja? Hallo, Gregor! Der hat keine Lust. Nee. Gut, dann laden wir ihn. Vielleicht will er ja eine Runde in den Park. Oder ins Fitnessstudio, da könnt ihr ja eh hingehen. Da, ja, gehen wir ins Fitnessstudio. Nee, ah, okay. Da muss der Koki sowieso auch hin. Ach so, der unterhält sich schon wieder. Gut, der Gregor hat heute überhaupt keine Lust. Der ist heute wahrscheinlich gerade selbst in der Aufnahme. Naja, egal. So, komm, dann geht eben ihr beide. Blim, 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 blim. Machen wir denn hier? Keine Interaktionen verfügbar. Wie was? Das geht gar nicht. Warum nicht? Komm, mach mal eine Gruppe kurz. Gruppe gründen. Hey, Koi. Gehen wir ins Fitnessstudio, können wir so ein bisschen trainieren und unsere Körper stehen. Ja, klar, machen wir. So, unternehmen wir was. Wunderbar. Dann mal ab ins Fitnessstudio. Grundstück mit Gruppe besuchen. Und das Töpfchen benutzen. Und wunderbar, das Dingens ist fertig. Ja, macht 50 Piepen. Aufwischen könnte auch noch, aber egal. Tuk, 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 tuk. So, da fahren sie beide. Ja, der Kron, der pennt ja, der ist eigentlich nur zum Geldscheffeln hier. Könnte ich mir vorstellen. Ihr hört mich ja schon die ganze Zeit, da müsst ihr mich ja nicht auch die ganze Zeit sehen. So. Oh, lololololo. Oh, neunten Verkehr. Und jetzt ruckelt es ein bisschen. Es ruckelt, es ruckelt. Habe ich den Namen da gerade richtig gelesen? Da stand Name. Hier. Der Name darf aber nicht hier sein. Der ist irgendwie... Oh je. ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber der Cookie hat Lebenszeitbelohnung. Da gucke ich jetzt nochmal gerade kurz rein. So, kostenlose Unterhaltung. Chatsetter. Profitieren von... ja, unentgeltlich Speisen, Geschmacksänderung, Putzdrache, Profigammler, Star des Büros, legendärer Gastgeber, wachsam, Augenweide. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein legendärer Gastgeber ist. Das könnte ich mir für ihn denken. Komm, bekommt er mal. Das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen. Aber trotzdem, da stand ein Name und der Name ist mir nicht geheuer. Das Spiel wird mir allmählich ein wenig unheimlich.